ja. Könnten die jetzt mal aufhören, hier die ganze Zeit hier rumzuballern? Ich fühle mich da nämlich ein bisschen... wuschig. Oh ja, hier. Arriba! Gefriest mein Gift! Okay, den habe ich gesehen gehabt. Hier auch mal eine MG hin. Hier ist besser. Ach scheiße, hier mit dem Panzer sollen wir 100 Personen platt machen. Oh, das hätten sie mir mal eher sagen sollen. Hier, das sind ja so eine Giftspritzen hier und das, was wir hier. Ja. La 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 la. Nein! Panzer für Panzer. Panzer für Panzer. So, versuchen wir es mal seitlich ranzukriegen. An den Eiern zu packen. Bam! Und bam! Vier Panzer? Achso, die anderen sind auf der anderen Seite. So. Okay, da versuchen sie mitzukommen. Nein, Sir. Nicht mit mir. Das könnt ihr vielleicht in Britannien versuchen, aber nicht hier. Nicht auf meinem Schlachtfeld. Nicht auf meinem Richtfeld. Erst recht hier bei den ganzen Typen. Wow, 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 wow. Abklatschen, abklatschen, Freunde, abklatschen. Yeah, Mann. Komm, und aufladen. Aufgeladen, aufgeladen. Ja Mann, wir haben fast ein Viertel. Wir haben ein Viertel. Ja. So, der Geiz. Hä? Ja, den haben wir. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Ziel auf gegen uns. Nein! Nein, niemals! Ihr werdet nie an uns vorbeikommen. Ah, jetzt stürzt der auch noch, der arme Tropf. Und jetzt in unsere Giftwolke. Hier sitzen nämlich 20 Leute drin in unserem Panzer, die ganze Zeit furzen. Die Blähung loswerden wollen. So, ah, da geht's wieder los mit dem Panzer. Ja. Ah doch, der Panzer gefällt mir. Das ist besser als dieser Motorbomber, der ein leichtes Opfer war. Das ist doch nicht mal so qualifiziert fliegt wie ich. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass dann auf einmal noch Luftabwehr vorhanden war. Was auch total unfair ist, ne? Dass wir erst die Luftabwehr ausschalten müssen. Ach du Kacke, jetzt kommen hier noch mehr Infanteristen. Herr Jemine, was machen wir denn da nur? Ich bin dafür, dass wir hier die Initiative ergreifen. So. Ja, ich dachte, ich wende mal was an, was ich in der Fahrschule gelernt habe. Stotterbremsen. Ne? Wer kennt's nicht? Yeah, 55, 56, weiter geht's. Wow, 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 wow. Yeah. Okay, ich weiß nicht, wie ich da gegen die Pferde vorgehen soll. Stand da, die sollen Soldaten töten. Heißt es da in dieser Memo auch, dass wir Pferdchen damit töten können? Sind die auch als Soldaten oder sind Pferde was Besonderes? Besondere Geschöpfe, die nur in Lasagne gehören. Pass bloß auf hier. Ja,
ihr Pferde, ihr seid immer unten. Ihr seid immer so eine Tücke. So eine kleine Tücke seid ihr. Das wusste ich doch aus. Ja, weil du dir ja nochmal eh auf dicke Hose machen wolltest. Na, das war dein Verhängnis. Das war dein Verhängnis. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Gut, Freunde, also hier hilft das auch das beste Schreien nicht weiter. Hier müssen wir die Schlacht neu starten, aber jetzt weiß ich zumindest, welcher Panzer damit gemeint ist, mit dieser AT7FV892713 aus 12. Ja, also damit war wirklich dieser Geschützenpanzer hier gemeint. Ja, okay. Hier nutzen wir einfach mal unsere MG und rüsten die schon mal aufs Vollste aus. Und ich bin echt verwundert, dass wir da nichts bauen können. Gemeinerweise. Den ersten Schweißsoldaten wollte ich ja hauptsächlich jetzt mit unserem Panzer schon abfangen. Denn das ist ja, das ist so ein motherfucking Bang-Bang-Panzer. Den kann man schon mal was reißen. Komm, lad auf, lad auf, lad auf, lad auf, lad auf, lad auf, lad auf. Wie schwerfällig der doch. Würde ich einfach mit dem Panzer irgendwo in so einen komischen Kapuff reinfahren. So, hier, komm. Ganz viele MGs, ganz viele MGs und das alles auf Stufe 2, so dass wir dann gegen die Pferde was ausrichten können. Nein, 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 nein. Ja, so muss es aussehen. So habe ich das auch geübt gehabt in der Probe. Nein, ich probe dafür nicht. Deswegen klappt das hier auch alles so einwandfrei. Und ich wette mal, wenn wir hier das geschafft haben, das kleine Sache, dann werden wir auch die Gasmaske haben, die wir da so Soldatenmäßig gesehen hatten in der Vorratskiste. Also, alles andere wäre eigentlich albern. Ich eigentlich sagen muss, Giftgas, das ist ja, das ist echt so eine Sache. Das ist, also für mich ist das nicht wirklich. Für mich, Krieg allgemein ist schon scheiße, aber das ist echt. Das ist echt so eine richtig gemeine Waffe. Richtig hinterfotzig das Zeug. War auch immer das Problem, das Ding hat man aber auch in dem Film, den ich angesprochen hatte. Man kriegt das da auch richtig gut
dargestellt, im Westen nichts Neues, da war es nämlich so eine Sache, da ist einer in ein Loch gerutscht gehabt und hat gedacht, der muss sterben. Weil sich ja dieses schwere Gas, das hat sich mal in den Löchern, in den Schützenlöchern festgesetzt gehabt. Dass dieser Nebel des Krieges ist dann immer übers Land gekrochen und hat dann halt die Leute in den Schützenlöchern heimgesucht und die sind dann elendig verreckt gehabt, obwohl sie sich bloß ausruhen wollten von dem Kampf. Dann sind sie auf einmal eingeschlafen und dann nie wieder aufgewacht, weil sie es nicht mitbekommen hatten, dass da auf einmal Gas ins Loch eingedrungen ist. Denn davor kann man sich ja auch nicht schützen, weil das ist lautlos, das kommt einfach. Das ist einfach denn da und man verreckt. Das ist nicht widerliches Zeug. Deswegen finde ich, das ist echt die räudigste Sache, die man im Krieg anwenden kann. So, und ich habe gar nicht geguckt gehabt, wo dieses Maisa... Magic Cube ist. So, hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Nicht, 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 nicht. Ja, ich gucke jetzt auch immer schon ganz hinten bei den Typen. Ah, ich habe ihn gefunden. Da oben. Gut. Vorsichtig, immer ganz in Ruhe schießen, ganz in Ruhe die Kavallerie wegballern. Gut, und jetzt versuchen wir gleich mal nochmal den Frontalangriff. Ach du Scheiße, ich hasse Pferde, ich hasse sie. Ich hasse sie abgrundtief. Sie sind ätzend. In diesem Spiel sind sie total ätzend. Weil Pferde einfach nur Kacke sind. Sie sind zu schnell. Sie sind zu schnell für die anderen MGs. Man muss wirklich darauf achten, was man hier macht. Man kann nicht einfach vorfahren mit dem Panzer und hoffen, dass man irgendjemanden wegkillt. Und seine Bonusaufgaben schaffen. Nein, das kann man nicht. Das wird so einfach. Wow. Gut. So, okay. Also das hätten wir. Jetzt versuche ich da oben diesen Magic Cube noch wegzukriegen. Schlawitzel. Ja. 20 von 24. Wunderbar. Das Beste, dass wir jetzt da eiskalt nochmal 50 wegsnacken. Weggasen! Nein! Boah, hier wie mit den Delfinen schwimmen. Kacke, da waren ja noch Panzer. Panzerschrecks. Das Ding kann ich jetzt vergessen, wa? Jetzt kommt nur noch Panzerschrecks. Kein Panzerschrecks damit vergiften. Vierjack. Nee, zweifelst, dass ich das hier noch packe mit dieser Bonusmission. Aber der... Melters, der hat ja eh schon wieder ein paar Hausaufgaben. Ist hier Hausaufgabe zur nächsten Stunde. Mach das gefälligst fertig.
Wir können es aber schon mal im Vorratslager.